Böse Mann würde zum Beispiel mit deinem Kollegen keinen Stress machen. Nicht, weil er Angst hat oder so. Nein, nein, vergiss das. Vergiss das. Er ist ein Rapper. Kollege ist ein Rapper. Kollege ist weh. Kollege, nochmal. Aber das ist das, was ich an ihm zu schätzen weiß. Das sind zwei Sachen. Ich sage jetzt erstmal die musikalische Sache. Der Kollege, der geht hier raus und sagt, ich bin eine Kunstfigur. Ich habe mit dem, was ich rappe, nichts zu tun. Das sagt er von vornherein. Ja. Am Anfang hat er so getan, als ob. Aber dann mit der Zeit hat er tatsächlich dann ausgepackt und gesagt, okay, ich bin eine Kunstfigur. Ich sag nur, ich rappe, ich habe mit dem, was ich rappe, nichts, aber gar nichts zu tun. Dazu steht er. Weiß ich zu schätzen. Was ich aber am meisten zu schätzen weiß, und das auch der Hauptgrund ist, warum ich niemals auf einen Kollegen irgendwie negativ mich äußern würde, ja, oder es auch noch nie gemacht habe, ist die Tatsache, dass ein Kollege bei uns unten in unserem Vaterland, im Kosovo, unter anderem auch Menschen von den, also die Ärmsten der Ärmsten, ein Dach über den Kopf gegeben hat, ja, finanziell unterstützt.